Ja, hallo und willkommen zurück im Shizuin. Heute habe ich Tipps und Tricks für euch zusammengesammelt, die mir so aufgefallen sind, was auf jeden Fall Sinn machen würde, bevor ihr anfangen wollt, in diese Richtung zu gehen von Special Effects, Make-up, weil es einfach auch Dinge gibt. Wenn ihr wisst, okay, vielleicht möchte ich in die Richtung gehen, dass ihr anfangt, diese Dinge zu sammeln, die möchte ich euch einmal kundtun. Was kein Fehler ist und auch einfach andere Tipps und Tricks, vielleicht auch für Leute, die schon drin sind, die mir so aufgefallen sind im Laufe der Zeit und die ich cool finde und die ich mit euch teilen möchte. Per se richtet sich das Ganze wahrscheinlich eher an Anfänger. Und es sind natürlich auch Sachen dabei, wo ihr sagen könnt, werdet das ist voll offensichtlich. Ja, das mag sein, aber ich mache auch immer noch diese Fehler zum Beispiel. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an und dann kann ich euch mal sagen, was ich zum Beispiel nie geschissen kriege. Denn Tipp 1 sind alte Klamotten. Ja, ich mache immer noch die Fehler, dass ich stellenweise nicht, auch zum Beispiel, also an Oberteile, passen durcheinander, an Oberteile zum Beispiel denke ich immer, dass ich mir alte Oberteile anziehen muss, vor allem wenn ich mit Latex arbeite, denn Latex geht nicht aus Klamotten. Zum Beispiel hier. Aber dass ich mir dann vergesse, eine alte Hose anzuziehen. Und da habe ich mir auch schon Hosen mit zerstört. Also zieht euch wirklich komplett die Klamotten an, die ihr verkaufen könnt, wenn die hinüber sind. Ich mache das so, ich habe einfach im Laufe der Zeit Klamotten, wo zum Beispiel kleine Löchchen drin waren. Oder die ich an sich gerne trage, aber bei denen es verschmerzbar war, dass sie dreckig werden. Einfach umfunktioniert und dann verschiedene. Also ich habe hier dieses T-Shirt, das kennt ihr bestimmt auch aus Videos von mir. Aber auch zum Beispiel ein sehr weit ausgeschnittenes Top. Dass wenn Sachen zum Beispiel nochmal, also wenn ich mich noch umziehen möchte oder so, dass das nochmal über meinen Schädel passt. Ja, das ist relativ weit ausgeschnitten. Eine alte Strickjacke von mir. Ein altes Kleid für den Sommer. Und wir haben auch tatsächlich alte Arbeitshemden vom Marc aufgehoben, die ich als Kittel, durch den Kragen abgeschnitten, die ich als Kittel überziehen kann. Also ihr seht, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bewahre die tatsächlich, wenn ich sie gewaschen habe nach einem Special Effects Look, in einer Tüte immer im Schminkzimmer auf. Müsst ihr natürlich nicht. Also wenn ihr da sowieso zum Beispiel Arbeitssachen habt oder so, könnt ihr die da einfach dazulegen in euren Schrank. Ansonsten, wenn ihr den Luxus habt, wie ich, mit dem einfach separaten Platz, dann weiß ich immer, wo sie sind. Und ja, das ist auf jeden Fall Tipp Nummer 1. Sucht euch alte Sachen oder gebt alte Sachen auf für solche Gelegenheit. Und vielleicht auch verschiedene. Also sind vielleicht was eher hochgeschlossenes, aber auch was mit Ausschnitt, das noch über den Kopf passt. Vielleicht ein Jäckchen, falls es frischer wird und auch Unterteile, die ihr verschmerzen könnt. Man sieht halt immer mein Unterteil nicht, deswegen ist es immer so. Wahrscheinlich auch ein Punkt, der relativ offensichtlich ist, den ich aber nochmal dazu betonen möchte. Schafft euch einen Platz, an dem ihr ungestört arbeiten könnt. Ich habe ja noch nicht so lange im Verhältnis zu dem, wie ich das Ganze schon mache, einen eigenen Raum. Ich habe das vorher in unserem Wohnzimmer gemacht. Latex und Gelatine und so gehen noch, aber ich bin ja mittlerweile auch schon relativ weit auf meinem Cosplay und Co., dass ich mit Sachen arbeite, die einfach nicht mehr aus Sachen rausgehen. Ich mache euch mal ein Bild von meinem Tisch, wie der aussieht und blende euch das dann ein. Das mache ich jetzt mal. Mein Tisch ist übrigens von Ikea. Also es ist eigentlich kein Tisch, sondern es ist eine Tischplatte auf zwei Alex-Schränken. Und der sieht richtig schlimm schon aus und der ist noch nicht so alt. Dementsprechend, wenn ihr vorhabt, und sei es nur klein angefangen, wenn ihr wirklich auf eurem Schreibtisch oder so arbeitet, legt da eine alte Tischdecke drauf. Oder zum Beispiel beim Action gibt es auch günstig die hier. Also am allerklügsten wäre Tischdecke und sowas hier. Und da könnt ihr auch schön die Sachen wieder abziehen bei Sachen, die abgehen. Ich habe meins tatsächlich jetzt erneuert. Deswegen sieht es noch so halbwegs frisch aus. Aber das andere hat auch nicht lange gehalten. Wie gesagt, sucht euch einen Raum. Ich würde auch nichts mit Teppichboden empfehlen. Falls doch mal was umfällt oder so, ist eher schlecht. Und was auch wichtig ist, meines Erachtens nach, dass ihr Fenster habt in dem Raum. Wenn ich zum Beispiel Voice-Over oder so habe, dann mache ich immer meine Fenster auf. Ich habe hier auch einen Ventilator neben mir stehen und so Wedels im Griffbereich. Aber natürlich ist gut lüften auch wichtig. Vor allem Latex zum Beispiel kann ganz schön stinken. Das meiste Zeug von meinem, der meiste Kram von meinem Zeug,
riecht nicht besonders gut. Dementsprechend ist es nicht verkehrt. Ich habe hier auch zwei Fenster. Eins sieht ihr hier so halber, das andere ist da. Lass ich die aufmachen. Ist natürlich jetzt bei Videos, wo ich spreche, blöd, weil ihr dann Hintergrundgeräusche habt. Aber wenn ihr euch jetzt wirklich einfach fertig macht für irgendwas, macht das natürlich Sinn. Fenster aufreißen. Auch der Tipp hier ist wahrscheinlich so offensichtlich wie die Sache selbst, aber auch das wollte ich nochmal dazu betont haben. Schaut nach euch selber. Nehmt euch genug Zeit für alles, auch gerade wenn ihr wirklich weggehen wollt, auf eine Con feiern, was man sonst noch so mit dem Make-up macht, keine Ahnung, Fasching. Nehmt euch genug Zeit. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn ihr nicht richtig fertig werdet und dann euch darüber ärgert. Und genauso wichtig ist, gerade wenn ihr zum Beispiel euren Mund oder so bedeckt, was ich nicht empfehlen würde, wenn ihr damit raus wollt. Aber auch allgemein, trinkt genug Wasser und wahlweise auch süße Getränke, wenn ihr ein bisschen kreislaufanfällig seid. Esst vorher, trinkt währenddessen genug, vorher genug, danach genug. Schaut auch, dass ihr für euch einen Strohhalm oder so bereitstellt, weil nicht immer kann man aus Flaschen trinken. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und was natürlich auch wichtig ist, ich zum Beispiel für meine Looks klebe mir auch oft einen Teil meiner Nase oder meinen Mund zu oder weiß ich nicht, vielleicht auch mein Auge. Das würde ich nicht machen, wenn man länger weg ist. Ich habe mal einen kompletten Zombie gemacht auf einer Con, da war ich komplett mit Gelatine eingepastelt und ich habe mir dann an dem Tag extra quasi die Mundwinkel aufgerissen von meinem Make-up, damit ich meinen Mund ein bisschen weiter auseinander machen konnte, weil das war nur so. Und dann haben tatsächlich noch Freunde von mir mir Sandwiches so zusammengedrückt, damit ich essen konnte. Und das war tatsächlich echt anstrengend und deswegen denkt bei sowas mit, dass ihr irgendwie einen Tag überstehen müsst. Ich weiß, die meisten Leute sagen, pff, dann esse ich nichts oder dann esse ich nur Süßes oder keine Ahnung was, sondern guckt ein bisschen nach euch, trinkt genug, nehmt euch Zeit. Und was ich tatsächlich auch wichtig finde, ich hab's mega oft, dass ich dann fertig bin. Meine Lichter, also ich habe hier zwei Softboxen und damit ein Ringlicht, habe aber hier keinen weißen Hintergrund, dass ich die ganze Zeit dann vorgegangen bin. Neben meiner Tür, da ist eine weiße Wand und habe da Bilder gemacht. Das heißt aber, ich musste immer eine Box, also eine Softbox mit dahinter nehmen oder mein Ringlicht. Und dann bist du komplett geschminkt und vielleicht noch flabber und eklig und weiß ich nicht was. Also wenn man den Luxus hat, zum Beispiel gegenüber von einem Fenster oder so für Bilder zu machen oder vielleicht ein Licht übrig hat, dann würde ich euch auch empfehlen, macht euren Fotobereich bereit. Wir haben hier eine Hintergrundwand. Jetzt tatsächlich gekauft, einfach damit ich die quasi hinter mir stellen kann, zwischen mich und meinem Schminktisch, damit ich dann nicht mehr aufstehen muss und dann habe ich auch einfach besseres Licht. Aber ich tippe auch da drauf, das ist jetzt eher das stärkere Extrem, das werden jetzt die meisten nicht machen, das ist auch nicht so wichtig. Aber diesen Punkt, schaut nach euch, nehmt euch genug Zeit und bereitet auch das, wo ihr zum Beispiel eine Bilder machen wollt, vor. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Ich würde sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Sammeleien. Und zwar, abgesehen von Klamotten, könnt ihr auch andere Sachen schon sammeln, wenn ihr merkt, okay, ich möchte das mal ausprobieren, ich möchte da mal ein bisschen in die Richtung gehen. Fangt an, Pinsel und Schwämme zu sammeln. Das hier sind alles mögliche alte Pinsel von mir. Wenn ihr natürlich euch sonst nicht schminkt, dann ist es schwer, Pinsel zu sammeln. Das sehe ich auch ein. Aber es ist einfach kein Fehler, falls ihr es tut, schon mal ein bisschen euch Sachen beizubehalten. Einfach damit ihr später dann nichts kaufen müsst oder denkt, okay, ja, ich will den Pinsel eigentlich jetzt dafür nicht verwenden, weil vielleicht ist er hinten, ihr seht das hier. Es ist ähnlich wie bei Klamotten, wenn Pinsel in Berührung zum Beispiel mit Latex kommen, dann sind die in der Regel hinüber. Deswegen würde ich da empfehlen, sammelt einfach alte Sachen bzw. alte Pinsel und dann könnt ihr sie ganz toll für sowas verwenden. Außerdem sammle ich auch komplett alle meine alten Beauty-Blender und Beauty-Schwämme und Co. Desinfiziere die dann und nehme die dann zum Beispiel nochmal für so Special Effects Look, wenn ich weiß, ich möchte mir die sonst nicht mehr ins Gesicht schmieren. Auch zum Beispiel, wenn ihr damit Latex auftreiben wollt oder so, danach sind die hinüber. Die müssen dann in die Tonne, deswegen ist das immer schlecht. Außerdem ist es auch kein Fehler, euch eine kleine Toolbox zuzulegen. Also zum Beispiel alte Zahnbürsten sehr gut reinigen und eine davon aufheben. Oder hier zum Beispiel habe ich mir so eine Mascara-Bürste ausgewaschen. Ihr wisst nie, wofür es euch mal nützlich sein kann. Deswegen
hebe das einfach alles zum Beispiel in der Schublade auf bei mir. Das ist eine alte Aufbewahrungsbox, das steht bei mir auch unten in der Schublade bei meinen Lidschattenpaletten und so. Beziehungsweise meine Schwämme sammle ich hier oben bei meinem Special Effects Kram. Sowas ist kein Fehler und gibt dir kein Geld aus. Die Sachen werden nochmal recycelt, bevor sie endgültig ihr Leben gelebt haben. Oder danach wisst ihr, okay, jetzt können sie guten Gewissens gehen. Weil das, finde ich, ist ein Punkt, den kann man kontinuierlich, also das nicht nur vorbereiten, sondern den kann man natürlich kontinuierlich machen. Also ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn ihr damit anfangt, bevor ihr dann tatsächlich Look schminken wollt. Dasselbe gilt natürlich auch für Produkte. Ich bin tatsächlich so ein kleiner Make-up-Messi. Ich hebe alles auf. Zum Beispiel, wenn ich Lippenstifte habe, die ich merke, okay, die machen auf meinem Schminktisch keinen Sinn mehr, die will ich aber auch nicht weiter verschenken, weil ich finde, Lippenstifte sind immer so eine Sache, dann kommen die immer erstmal in quasi in meine Schubladen, wo ich mein ganzes Special Effects Zeug, Halloween-Kram, Horror-Make-up aufbewahre. Und aktuell sind es nur noch 3. Ich habe tatsächlich vor kurzem mal aussortiert gehabt, aber ja, das ist zum Beispiel hier ein roter Lippenstift, weil mit Lippenstiften zum Beispiel nicht nur. Also wenn ihr dann sagt, okay, die machen auf den Lippen keinen Sinn und ich habe noch einen, könnt ihr den zum Beispiel ganz toll dafür verwenden. Zum Beispiel, wenn ihr Sachen so ein bisschen schmierig aussehen lassen wollt. Wenn ihr jetzt dafür Lidschatten nehmt oder Farbe oder so, dann ist es natürlich, gerade zum Beispiel wasseraktivierte Farbe trocknet ja runter, dann habt ihr halt einen Matteneffekt. Aber wenn ihr zum Beispiel euch jetzt Lippenstift unter die Augen schmiert, dann habt ihr halt diesen bisschen schmierigen Effekt. Ich mache das tatsächlich sehr gerne und habe zum Beispiel den hier von einer Weile aussortiert, habe aber beschlossen, ich möchte den in meiner Special Effects Box mal noch eine Weile lassen, weil der so lilarig aussieht. Und hier habe ich auch noch einen schwarzen. Dieser Schwein die ganze... Oh je. Okay, der ist nicht mehr so ganz tutti. Und dann habe ich tatsächlich auch noch einen matten Liquid Lipstick. Mir mal aus einer LE gekauft. Von Essence. Also ich denke, ihr seht meinen Punkt. Ich benutze diesen Effekt sehr, sehr gerne. Ich kann euch das empfehlen, solche Sachen einfach mal aufzuheben für so Fälle. Natürlich ist es blöd, wenn ihr das nur einmal im Jahr braucht oder so. Aber an sich ist es kein Fehler. Ihr könnt natürlich auch euren normalen Lippenstift nehmen, den vorher vielleicht ein bisschen sauber machen, desinfizieren und dann für diesen Effekt nehmen. Das muss natürlich kein aussortierter Lippenstift sein, versteht mich da nicht falsch. Und ihr dann vielleicht auch nochmal reinigen, bevor ihr dann, ne, wenn ihr da in verschiedene Gesichtspartien geht. Aber ich finde diesen Effekt cool, ich arbeite sehr gerne damit. Dasselbe gilt für Wimpernkleber und anderen Sachen. Also ich hebe tatsächlich auf, wenn bei Wimpern Wimpernkleber dabei ist, den ich nicht für normale Wimpern verwenden möchte, auf. Einfach, wenn man nie weiß, wofür man noch braucht. Also so ganz kleine Dinger sind eher unpraktisch. Aber jetzt zum Beispiel hier dieser größere von Duo oder so, kann man tatsächlich auch nehmen, wenn ihr zum Beispiel keinen Mastex oder keinen Hautkleber oder so kaufen wollt. Ihr wollt aber auch nicht euren guten Wimpernkleber nehmen, für, um euch Sachen ins Gesicht zu kleben. Dann tut es natürlich auch sowas hier. Na, also zum Beispiel mit, ich habe ja hier die Flickenpuppe gemacht, mit den Fäden, da habe ich Wimpernkleber genommen. Oder Knöpfe oder so. Also auch sowas, hebt das gerne auf, wenn ihr den Platz dafür habt. Das schont euch allgemein Wimpernkleber. Ich habe es jetzt in vorherigen Videos auch schon gesagt. Ich finde, das ist an sich fast ein Tipp für sich selber. Arbeitet gerne mit Wimpernkleber. Der geht später nicht ganz so schön ab wie jetzt Hautkleber oder so. Also ich fand, Hautkleber ging auch nicht schön ab. Aber es gibt einfach Sachen, die kann man auch mit Wimpernkleber aufkleben. Vor allem, weil es die meisten wahrscheinlich eher im Haus haben als jetzt Hautkleber. Habe es schon mal gesagt, wie gesagt, ich will mir jetzt keine Ohren oder so. Ich komme nicht an den Wimpernkleber. Keine Elfenohren mit Wimpernkleber an die Ohren kleben. Oh nein, man sieht mein Chaos im Hintergrund. Aber für die eben genannten Sachen langt Wimpernkleber meines Erachtens nach aus. Und ansonsten gilt, hebt gerne alte Sachen auf, weil ihr wisst nicht, wofür ihr es nochmal brauchen könnt. Und wie gesagt, auch wenn dann mal zum Beispiel, wenn jemand mit einem Lippenstift ein bisschen ruppig umgeht, ist es nicht so schlimm, wenn er hinüber ist, hier, wenn es einer ist, den ihr liebt. PS, das gilt auch für Wimpern. Hebt alte Wimpern, die noch in irgendeiner Art und Weise so tragbar sind, gerne auf. Ich habe hier die mega mal ganz günstig gekauft und dann auch zerschnitten für untere Wimpern und verschiedene Looks. Auch Wimpern kann man in der Regel nochmal verwenden. Dann der Punkt Zweckentfremdung ist
euer Freund. Ihr könnt super viele Sachen, auch natürlich für Special Effects Looks nehmen, auch unter anderem zum Beispiel Color Correcting Produkte. Ich habe mir hier zum Beispiel den grünen Color Corrector tatsächlich für einen Special Effects Look gekauft, weil ich keine grüne aktivierte Farbe hatte und so schnell auch keine beigekriegt habe. Und gerade wenn ihr tatsächlich im Alltag auch vielleicht Color Corrector benutzt, ist sowas überhaupt kein Fehler. Ich mag auch sehr gerne hier den hier für solche Sachen. Also A, hält der einfach richtig geil auf. Ich mag den einfach sehr gerne. Aber dadurch, dass der so lila ist, kann man mit dem auch ganz gewisse Effekte machen. Und sowas kann in euren Looks auch richtig cool aussehen. Also dementsprechend ist das auch einfach doppelt gemoppelt. Ne? Also doppelt gemoppelt, zwei, also positiv. Ihr könnt die Sache einfach mehrfach verwenden, einmal in eurem Alltag. Aber auch für solche Sachen finde ich cool. Und es gilt natürlich nicht nur für Color Correcting. Seid da sehr gerne sehr kreativ. Schaut da einfach, was habt ihr an Produkten schon da, die ihr verwenden könnt, die vielleicht einfach dann nochmal eine andere, wie sagt man, einen anderen Zweck bekommen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn Leute Liquid Lipsticks als Eyeliner oder so nehmen, selber Prinzip. Tobt euch da einfach vollkommen aus. Das ist was, das habe ich schon mal angesprochen gehabt in meinem vorherigeren Video. Und zwar, wie ich wasseraktivierte Farbe verwende. Ich habe hier jetzt die von Pusha, die kennt ihr aus meinem Favoritenvideo. Die sind toll in Orange. Und dann habt ihr hier, oder ich habe hier so eine lustige Wasserspritze. Ich habe mir mal eine wegen unseren Pflanzen gekauft. Und Marc hat sich eine mitgenommen, weil wir zwei junge Kätzchen haben. Und die noch ein bisschen nicht so wissen, was sie dürfen und was nicht, dann kann man machen. Und ich benutze das einfach sehr gerne hierfür. Und zwar mache ich dann einfach immer so einen Tackel da drauf. Je nachdem, wie dickflüssig ich die Farbe haben will. Und dann greife ich zu meinem Lieblingspinsel, auch den kennt ihr. Und dann trage ich damit quasi einfach hier das Wasser so ein bisschen durch. Dadurch, dass das jetzt sehr wenig Wasser war, ist die Farbe sehr dick. Ja. Und so arbeite ich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr es natürlich dünner haben wollt, macht ihr mehr Wasser drauf. Aber ich finde es eine super Lösung, um euer Wasser zu dosieren. Und vor allem, was ich auch tatsächlich essentiell finde, ich habe kein Glas mit Wasser hier auf meinem Tisch stehen. Weil da ist es natürlich auch, leider gehöre ich mehr zu der tollpatschigen Art Mensch. Und da ist immer sowas auch sehr gerne sehr schnell umgeschmissen. Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, macht euren Plunder zu. Ich habe schon mehrfach Sachen umgeschmissen, das ist natürlich super ärgerlich. Deswegen finde ich sowas ganz cool und sagt, ich finde, damit kann man Wasser sehr gut dosieren für wasseraktivierte Farbe. Abpudern. Ich sette sehr gerne meine ganzen Looks und dafür nehme ich sehr gerne loses Puder. Oder je nachdem, was ich gerade gemacht habe, auch weißes Puder. Aber eine kostengünstige Alternative könnte auch sein Mehl. Zum Beispiel, wenn ihr euch komplett in Latex getaucht habt, könnt ihr das auch mit Mehl abpudern. Das ist sehr günstig. Und hat wahrscheinlich auch jeder von euch im Haus. Auch diesen Trick kennt ihr schon von Hauf zu mir, auch aus jetzt anderen Videos, wo ich es schon angesprochen habe. Aus Flüssiglatex und Mehl kann man ganz toll Latexpaste mischen. Das dient dann einfach dazu, da habt ihr was sehr Dickes, was auch meistens schon eine gewisse Eigenstruktur mitbringt. Und damit kann man ganz tolle Dinge machen. Auch hier ist, je nachdem wie viel Anteil ihr von was habt, könnt ihr damit Konsistenzen verändern. Und auch das Erscheinungsbild zum Schluss, und ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Und auch das, finde ich, ist was, wenn ihr Mehl im Haus habt, was ihr wahrscheinlich habt, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Und danach könnt ihr die ganze Sache sogar noch mit eurem Restmehl setzen. Falsche Fingernägel als Zähne. Wenn ihr zum Beispiel Raffzähne machen wollt oder so einen Look, wo ihr zum Beispiel hier, also wo man eure Zähne quasi sieht, nehmt dafür falsche Fingernägel. Die hier sind sogar schon in Form geschnitten, da könnt ihr euch erahnen, wie das aussieht. Die sind allerdings sehr teuer gewesen. Die sind aus der Drucke, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, aber die waren sehr teuer, deswegen würde ich euch die jetzt an sich nicht empfehlen. Sondern hier so ein Packel. Das sind jetzt 100 Nägeltipps. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber man könnte ja mal schauen, ob es quasi so eine Version im Internet gibt. Ich denke, auf eBay oder Amazon kriegt ihr da auf jeden Fall was. Leider habe ich die mal runtergeschmissen, deswegen ist die nicht mehr sortiert. Aber das sind quasi einfach so Tipps, die könnt ihr euch dann zurechtschneiden, je nachdem, wie ihr sie braucht. Anmalen und dann könnt ihr die einfach als Zähne verwenden. Und
zeitgleich natürlich trotzdem noch als falsche Dinge, die ich vor allem klauen oder sowas machen will. Finde ich einen sehr coolen Tipp. Finde ich sehr clever. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe euch ja bereits von Special Effects Gelatine erzählt und Leute, wisst ihr was, womit man die richtig gut einfärben kann? Mit diesem Lebensmittelfarbenpulver. Das ist Crazy Color und es sind so Pulverschen. Das ist nicht die normale Menge. Ich habe einfach alles, was ich noch hatte, in eine Box zusammengestopft. Und das ist halt voll cool, weil das sind mal so 6 verschiedene Farben. Und es ist dann zum Beispiel, das hier ist jetzt grün, so ein Pulver drin. Und ich gebe das dann einfach noch immer mit in meine Special Effects Gelatine. Und dann wird die farbig. Und zum Beispiel bei meinem Zombie, das verlinke ich euch auch mal hier oben, habe ich es dann grün eingefärbt. Oder jetzt an der Reihe, an der ich arbeite, habe ich es dann so orange, gelb-gold eingefärbt. Also ich finde, es ist einfach ein super Weg, um Special Effects Gelatine einzufärben, ohne dass ihr groß Einfluss auf die Konsistenz nehmt. Ihr habt da Auswahl. Ihr könnt zum Beispiel auch rot machen. Das Rot dabei. Ihr könnt da natürlich auch Kunstblut reinkippen oder so. Aber muss man ein bisschen aufpassen, dass es dann quasi nicht zu dünn wird. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Allgemein mit Lebensmittelfarben zu arbeiten ist immer gar nicht so dumm. Die trocknen meistens nicht so schön. Aber auch wenn ihr zum Beispiel einen Effekt haben wollt, dass euch was aus dem Mund läuft oder so, nehmt Lebensmittelfarbe. Weil warum nicht, ne? Meistens schmeckt die gar nicht so gut, wie erwartet. Ich dachte manchmal, dass Zuckerschrift ist, dass die schmeckt gar nicht so gut. Aber es ist halt essbar. Weil sowas ist halt auch nicht verkehrt. Und ein ganz wichtiger Tipp. Denkt außerhalb der Box. Seid kreativ, habt Spaß daran. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Um das jetzt irgendwie noch ein bisschen zu präzisieren, wollte ich noch das Beispiel anbringen. Ich arbeite super gerne mit Ersatzdarstellungen von Blut. Ich liebe auch mit Kunstblut zu arbeiten, versteht mich nicht falsch. Aber genauso gerne mag ich es, einfach andere Sachen zu nehmen und dann an Stellen drapieren, die sonst blutig wären. Ich benutze dafür super, super gerne flüssigen Highlighter in jeglicher Ausführung. In meinem Favoritenvideo zeige ich euch da auch nochmal alle möglichen flüssigen Highlighter, die ich habe. Das ist jetzt beispielsweise einer. Oder ich nehme dafür auch gerne hier diese Paste, die sehr, sehr farbintensiv und die leuchtet unter UV-Licht. Aber genauso gerne nehme ich wasseraktivierte Farbe und lasse sie irgendwo runterlaufen und klebe dann da Steinchen oder Perlen oder so dran. Macht das, worauf ihr Bock habt. Zweckentfremdet Sachen, arbeitet mit Dingen, mit denen man vielleicht sonst nicht so arbeiten würde. Probiert euch einfach aus. Und ganz wichtig ist, habt Spaß daran. Bei Make-up gibt es kein richtig oder falsch. Setzt euch hin, macht das, wie ihr wollt. Ich bin zum Beispiel, ich bin auch ein gar nicht kunstaffiner Mensch tatsächlich. Make-up ist das Einzige, was ich künstlerisch kann. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich kann kein Instrument, ich kann nicht singen. Also all sowas kann ich alles nicht. Dementsprechend lebt euch da aus. Ich könnte zum Beispiel auch nie, wie jetzt Carina von Poshart, mich hinsetzen und mir ein Tiger ins Gesicht malen. Würde ich nicht hinkriegen. Ich würde mir, glaube ich, nicht mal einen Kürbis ins Gesicht malen können. Deswegen ist meine Kunst einfach dieses Wüste, dieses Wilde. Aber das ist okay, weil das ist mein Ding und ich mag das. Und ich liebe mein Ding. Dementsprechend tobt euch da aus, lasst euch nicht verunsichern von Leuten, die sagen, das sieht aber nicht gut aus. Ja, Dinge basieren, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, ne? Tobt euch da aus, wirklich. Haltet euch nicht zurück, haltet euch nicht klein. Jeder fängt vielleicht auch mal klein an. Aber wichtig ist, dass ihr Spaß daran habt, dass ihr kreativ tätig sein könnt. Ihr müsst immer sehen, dass Make-up und auch solches Make-up einfach eine Art von Kunst sind. Und ich denke, die Welt braucht viel Kunst. Weil dann wird es einfach ein schönerer Ort. Und in dem Fall vielleicht auch ein bisschen blutiger. Das hier hatte ich fast vergessen. Hebt alte Container von Make-up-Produkten oder so auf. Ihr habt ja schon gesehen, mir ist meine Glycerin ausgelaufen und ich habe das umgefüllt in altes Produkt. Und ich hebe natürlich auch nicht alle möglichen Sachen auf, aber schon vieles. Den hier zum Beispiel von Lush kann man ganz toll Latexpaste oder so mischen. Oder auch hier so diese kleineren Containerchen. Dann habe ich auch alte Sprühflaschen und so aufgehoben.
Ich verwende die dann nochmal. Das gibt den Sachen einfach nochmal ein neues Leben. Und je nachdem, ob sie nochmal sauber werden, wie ihr seht, das ist jetzt nicht ganz sauber geworden, aber so größtenteils, dürfen sie dann gehen oder landen wieder in dieser Box. Also auch so ein Container und so können echt nochmal hilfreich sein. Eigentlich wäre das das perfekte Ende gewesen, aber ich möchte es noch mit reinbringen. Auch das habe ich schon mit angesprochen gehabt, deswegen war ich gerade so, soll ich es nochmal sagen? Ich fusioniere es jetzt einfach nochmal, falls ihr das andere Video nicht gesehen habt. Ich arbeite übrigens super gerne mit der Technik, dass ich, wenn ich zum Beispiel sehr krank aussehen will oder Zombie-mies oder so, dass ich eine Foundation nehme, die für mich nicht so besonders gut funktioniert. Ich bin ja ein sehr heller Typ, deswegen habe ich auch schon helle Foundations. Dann weiße Foundation mit reinmische, dass ich einen sehr, sehr hellen Ton kriege, der aber trotzdem noch irgendwie Hautfarben, also meine Hautfarbe ist. Dann helle ich auch gerne noch mit weißem Concealer auf. Ich tippe drauf, ein normaler Mensch braucht keinen weißen Concealer und wenn, dann kein Kat Von D, sondern da tut es dann wahrscheinlich auch ein günstigerer, falls ihr einen wollt. Ansonsten könnt ihr dann natürlich auch weiße Lidschattenbase nehmen oder ein bisschen was von der weißen Foundation. Da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man sich zum Beispiel die Augenbereiche ein bisschen aufhellen kann oder den Mundbereich, mache ich auch gerne. Und dann setze ich das sehr gerne mit weißem Puder. Da gibt es zum Beispiel von Essence sehr gutes. Das ist nicht teuer und es tut ihr sein Ding. Oder wie gesagt, loses Puder. Wie gesagt, es war jetzt so, das habe ich eigentlich alles, also das habe ich jetzt irgendwie schon erzählt gehabt. Ich bin ein bisschen unstrukturiert gewesen. Aber ich wollte es nochmal kundtun, weil es eine meiner Lieblingstaktiken ist, um mir eine gewisse Base zu schaffen. Und falls ihr noch Fragen habt oder weitere Anmerkungen oder so, lasst mich das natürlich gerne wissen. Ich helfe gern weiter, wenn ich kann. Und dann würde ich sagen, das war ja jetzt mehr so, ich sag jetzt mal, für Beginner oder Leute, die da noch nicht so drin hängen. Aber vielleicht konnte sich auch der eine oder andere Fortgeschrittene was abgucken. Wer weiß. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis nächsten Dienstag.